die Jungs hier hinporten und zum Trainieren schicken. Trainieren. So, wenn die trainiert sind, dann überfallen wir hier oben das Gebiet. Schicke einen kampfstarken Trupp zum Karawan-Dings da. Jo, alles kein Problem. Frieden und Beute lasse ich jetzt erst einmal. Ich konzentriere mich auf Wichtigeres, wie zum Beispiel verbesserte Rüstungssachen. So, jetzt brauche ich aber erst einmal noch ein paar... Materialien für meine Schmiede. So. Achso, da ist dieses Succubus. Okay. So, sind alle trainiert? Ja, sehen alle trainiert aus. Jetzt muss ich sie noch zum Essen schicken. So, schicken wir Balsch mal hier oben hin. Oh, cool, 3 Punkte. In was stecke ich die 3 Punkte? Bessere Fallen nicht unbedingt. Eigentlich könnte ich auch auf den 4. Punkt, aber nee, ich mache jetzt erstmal die beiden Sachen. So, ihr geht essen. Du portest dich dahin. Und ich habe wieder keine Materialien für Rüstungen. Ich glaube, ich sollte mir erst Materialien für Rüstungen beschaffen, bevor ich mich da reintraue. So. Und ich denke mal, das hier kann ich auch schon überfallen. Ich muss nur den Level 2 Krieger da loswerden. Aber das sollte kein Problem sein. Ein Jungfrauenherz, eine Bäuerin ist eine Jungfrau, okay. Mhm. Da blitzt ihn. Los, macht ihn schneller tot. Okay, eine Jungfrau haben wir schon mal. Und gleich haben wir auch Materialien. Und dann können wir hier oben die Hochelfen in diesem Wäldchen überfallen. So, Trupp 1. Und Trupp 2 auch da. DLC, DLC Point für Überfälle. Jetzt habe ich schon DLC Points dazu. Ja, die muss man sich auch hart verdienen. So, lagert mal die Beute ein. Genau. Gut. Spendieren wir allen erstmal eine Rüstung. Und den Recken am besten noch Waffen. So, und wenn das geschehen ist... Yay. Ich würde sagen, erstmal den Minotaurus, dass ich als nächstes den Monsterhort freischalten kann. Extraktor, Extraktor. Wie viele Leute kann ich noch in den Extraktor werfen, bevor der mir nichts mehr bringt? 5. Das dürften die 5 hier sein. Sag bloß, ich habe nicht mehr genug Wichtel. Ach nee, da kommt einer angerannt, um zu graben.
out of the pit into a hellhole. So. Mosch die Hochelfen. Dead, deader. Die war nicht der Rede wert. Jetzt hier die Stufe 3 Bogenschütze, die könnte etwas garstigeres sein. Ja, die braucht auf jeden Fall länger zum Runterprügeln, aber sie ist alleine. So. Und dann noch die da unten. Ja, die Magierin spielt auf ihrer Flöte und schleudert damit magische Geschosse. Das hier alles, ja. Arcanum, jetzt kommen auch noch Helden in den Dungeon. Die sollte Ball mal abfangen. So, Ball ist zur Stelle. Prügeltruppen sind auch zur Stelle. Das sind alles Materialien. So, ich denke mal, Baal schnappt sich hier die Blume und dann ist es gut. You have a new objective. Begib dich zur Verabredung mit dem Succubus. Ah ja. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Good job charming the non-existent pants off that succubus. She's joining us, and I'm sure that she and her pets will prove to be very helpful in all sorts of ways. Na cool, wir haben sinnlose Einheiten, Höllenhunde Level 3 bekommen und eine Succubus. Und dann auch noch so super ausgerüstet. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Hier wäre eine Schatztruhe. Hier sind aber auch viele Gegner. Es fehlen noch zwei Helden im Extraktor. Hm? Sollten wir hinkriegen. Werfen wir einfach die alle mal in den Extraktor. Und ihr seid Stufe 1. Okay, dann buddeln wir uns hier durch. Life. What's the point anyway? So, Baal und seine Schlägertruppen. Die wir übrigens noch ein bisschen ausrüsten könnten. Obwohl, ich sollte auch was mit dem Zeug noch anfangen. Wo ist die Spelunke? Da ist die Spelunke. Ich weiß nicht, ob ich die einfach hier so mal hinbauen sollte. Ach, was soll schief gehen? Oh, sie haben was von mir getötet. Ja, wenig anders zu erwarten. Ein meiner Fernkämpfer. So, das sind alles Materialien, die können einfach reingesackt werden. So, und ihr seid alle für den Extraktor reserviert. Das gibt mir dann noch mal einen Punkt. Oh, ich könnte einen Höllenhund hier reinpacken. So. So, beschwören wir noch den Impf wieder neu. Habe ich jetzt den zweiten auch verloren? Nein. Aber der Höllenhund musste ganz schön was einstecken, ey. So, ihr habt euch nächstens Pause verdient. Ein Imp mal bitte hierher, der mir die zwei Einheiten beschwört. Sehr schön.
So, ihr esst mal kurz was. Okay, die stehen alle an zum Essen. Sehr gut. Okay, einer wird gerade zermatscht. Sehr schön, finde ich das. Uff, weitere 4 Punkte. Monsterbau? Nö. Ich glaube, ich nehme doch mal jetzt Frieden und Beute endlich mal. So. Beide Truppen wieder hierher porten, dass Baal das Ding aufmachen kann. Und wer, was auch immer drin ist, töten. Ein Albino-Rattenmensch ist drin gewesen. Der geht eigentlich. Wir haben noch 7 Minuten, bevor es losgeht mit der Kacke. Oh, 25 Schätze. Very, very nice. Ich könnte mir auf jeden Fall noch einen Punkt holen, indem ich jetzt die Fallen baue. Eigentlich in die Richtung. Das ist die wichtige Richtung. So, noch eine Verlangsamungsfalle hinten dran. Ein paar Pilze umwandeln. Oh ja, ein Lager müsste ich mal wieder bauen. Eine Vorratskammer. Die könnte ich eigentlich ziemlich nah hier dran bauen. Oder auf die andere Seite, einfach hier hin. So. Gut. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Baal, mach mal Sesam, öffne dich. Ein Feuerhexenmeister, der bewacht vielleicht nur eine Rune oder 10 Gold. Jawohl, 10 Schätze. Das hat ausgereicht für den Trupp. Den wir jetzt kurz zum Essen schicken. Achso, die können nicht essen? Nein, können sie nicht. Wahrscheinlich, weil das Dings die Einheiten sind. Seelenlose. Hallo? Back already? You must be pleased then, with all the improvements I've made, I mean. My records state that you have made some progress, to be sure. Still, I'm deeply troubled by the outcome of some of your deeds. Take the Gnomes of Lat, for example. Before you, about 90% of them were addicted to beer or wine, making them bad-tempered and prone to domestic violence. Now they prance around smiling like morons all the time. Huh, I guess I should have added something more toxic to the mix. And in Keftali, you slew Brotox Mugger, a necromancer whose hobby was to neuter small animals without anesthesia. Not to mention the tyrant Sheila Sowerman, who was about to institute a general ban against speech. And not just the free kind, mind you. Well, I guess I can pick up where they left off, if that makes up for some of it. Finally, I've received reports from Novel Yerk, the village now housing a reformed Queen Edwina Spark. As we speak, the former Queen of Bedouin is using her treasures to improve agricultural techniques in rural areas and to open a school for teaching the underprivileged the basics of home economics. Ouch. I don't know what to say. This is really embarrassing. You must understand how this looks to my masters. Either you are trying but failing, or you and that demon of yours actually want to do good. That's not fair! I am evil, I assure you. I can honestly and publicly say that I don't give a cat's arse about anyone else. Maybe that's the problem. A truly evil person, as defined by the statutes of Fake, actually does care about others.
care that they suffer and feel really, really bad. To prove that you are learning, might I suggest that you let some Ardanian troops slip through your fingers? Slap them about a bit to wake their vengefulness, then let them reach Bedouar, where they will kill and maim some commoners. Sure. Great idea. We'll do that. You'd better. Or else, I'll be back. I guess just being honest doesn't cut it, Deathslayer, at least not to the leaders of Fake. Maybe evil is just as much in the eye of the beholder as beauty. Oh, I just don't know anymore. For the moment, let's do as Balgorian suggested. Let 4 to 6 enemies pass you by after you have injured them a bit, but no more and no less.